der Kreislauf schließt sich. Und was werden wir? Wir werden krank, fett und dumm. Klartext. Und ich möchte auch dieses Mal ganz klar direkt zum Punkt kommen. Wir Deutschen sind unter anderem dafür schuld, dass der Amazonas-Regenwald brennt. Und warum das so ist, was unser Konsum mit Fleisch und auch Soja damit zu tun hat und Alternativen, wie du leben kannst in Einheit mit der Natur und was du jetzt tun kannst, um natürlich diese Katastrophe aufzuhalten, das alles erfährst du heute in diesem Podcast. Willkommen im Vegan Podcast mit der Nummer 1 für vegane Ernährung in Deutschland. Hier ist dein Christian Wenzel. Hier ist wieder dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Diese Frage stelle ich dir auch heute. Mir geht es bei dem Gedanken an den Amazonas-Regenwald heute nicht so gut, denn wir drehen uns tatsächlich die eigene Luft zum Atmen ab. Und wenn das nicht schon schlimm genug ist, wir hören einfach nicht auf mit unserem Konsum. Und ich muss hier auch ganz klar jetzt mal wirklich ernste Worte reden. Normalerweise bin ich ein Fan davon, dass wir positiv in die Zukunft blicken, dass ich Möglichkeiten aufzeige, dass ich Visionen aufzeige, dass ich dich ermuntere zu ändern. Doch manche Menschen lassen einfach sich nicht ermuntern, beziehungsweise auch ich gebe immer noch in zu vielen Dingen, bin ich zu rücksichtslos. Und das möchte ich hier heute mal aufdecken. Ich will da auch ganz klar bei mir beginnen, dass ich bis vor ein paar Tagen auch immer noch Dinge mit Plastik gekauft habe, dass ich ab und zu Soja gegessen habe, dass ich viele, viele Dinge, die einfach, wo ich wusste, dass sie aus dem Massenkonsum herkommen, dass sie vielleicht auch Menschen und Umwelt ausgebeutet haben, dass ich da trotzdem zugegriffen habe, A, weil es vielleicht günstiger war, B, weil ich einfach Lust darauf hatte, und C, weil ich mich nicht einschränken wollte. All das wird jetzt mir noch bewusster, wie krass ich das ändern würde. Jetzt beispielsweise, heute Abend habe ich kein Brokkoli zum Essen und ich habe mich so darauf gefreut. Es gab einfach in keinem Supermarkt Brokkoli. Und wenn, dann nur in einem Supermarkt, der war mit Plastik verpackt und nicht bio. Und früher hätte ich den auf jeden Fall gekauft. Heute habe ich nicht zugegriffen. Und das ist eines der Dinge. Ich will aber jetzt sofort zum Punkt kommen, warum wir Deutsche unter anderem damit schuld sind, dass der Amazonas-Regenwald brennt. Und ich will hier nicht den Schuldigen beispielsweise ja im Regierungspalast der brasilianischen Hauptstadt Brasilia suchen. Nämlich klar gibt es dann den Präsident, den Bolsonaro, den Herrn Bolsonaro, der sich selber ja auch Captain der Kettensäge nennt und die Rodung des Amazonas-Regenwald teilweise zur politischen Agenda gemacht hat und diese teilweise auch beauftragt hat, zumindest so laut Medienberichten. Die Täter sind aber nicht nur dort in den Armutsgebieten zu finden, nämlich Farmer, die sogenannte Fire Days veranstalten, um letztlich Anbauflächen als Ersatz für ihre ausgelaugten Böden zu finden, sondern sie sind auch hier in der westlichen Welt zu finden, nicht nur mit den Lebensmittelkonzernen, die vor allem Palmöl und Soja dankend abnehmen, sondern nämlich auch mit unserem westlichen Wohlstand. Wir wollen einfach nicht verzichten auf stetiges Fleisch, auf stetige Produkte, die günstig sind, die aber trotzdem gut schmecken. Und wo kommen die her? Das Futtermittel von zum Beispiel Fleisch kommt sehr, sehr oft gentechnisch verändert in Form von Soja in die Tiermägen der deutschen Tierproduktion, vor allem Rinder. Und natürlich werden auch in Brasilien jede Menge Rinderfarmen hochgezüchtet, um billiges Fleisch zu produzieren. Das heißt, wir bauen erstmal Soja ab, roden dadurch die wichtigen Regenwälder, die uns die notwendige Luft zum Atmen geben, um dann Schweine, Tiere, Rinder damit zu füttern, die ein elendiges Leben haben, dann geschlachtet werden, nur dass wir unseren Konsum haben. Und da nehme ich mich nicht aus. Ich habe auch jahrelang Fleisch gegessen und ich habe auch auf Dinge nicht verzichten wollen, beispielsweise Konsumgüter, wie jetzt auch Sojaprodukte, wie hochverarbeitete Produkte. Und das muss ein Ende haben. Und ich sage dir auch, was du als Veganer tun kannst und auf welche Produkte du als Veganer umsatteln solltest, beziehungsweise sie meiden solltest. Denn selbst wir als Veganer oder diejenigen, die wirklich bewusst mit anderen Dingen umgehen, sind nicht ausgenommen davon, dass wir auch nicht Teil dieser, ja, dieser Vernachlässigung unserer Umwelt sind.
Manchmal glaube ich, wir Menschen oder die Welt sind in einer Suizidstimmung, denn wir drehen uns ja selber mit feierlicher Miene am Tisch sitzend, hervorragend speisend, hey, das haben wir uns doch verdient, mega nach dem Motto, den Sauerstoff ab. Der Regenwald bietet heute nur noch 7% der Erdoberfläche, wird aber gebrandschatzt, als gäbe es keinen Morgen. Und dabei absorbieren die Regenwälder doch 30% des von uns verursachten Ausstoß von Treibhausgasen. Und nur, dass du da mal ein Bild bekommst, wie der Waldverlust alleine im Jahr 2017 betrag ungefähr 300.000 Quadratkilometer. Ein bisschen weniger. Das entspricht ungefähr der Fläche von Italien. Stell dir das vor, die Fläche von Italien innerhalb eines Jahres im Waldverlust. Und im Moment bedrohen uns über 70.000 verschiedene Feuer alleine im Amazonas-Regenwald. Und das sollte uns doch die Augen öffnen. Wir sind heutzutage wirklich geblendet von vielen verschiedenen Schreckensmeldungen. Doch das, was hier gerade natürlich auch nachweislich festgehalten durch Satellitenbilder klar wird, übrigens heute früh auch die Hauptstadt verdunkelt durch den Rauch, der dort entstanden ist. Also da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ich hatte es erwähnt, Soja und Palmöl wird hauptsächlich angebaut. Das heißt, wir dürfen, natürlich ist das Soja, das dort kommt, hauptsächlich gentechnisch verändert. Ja, es wird wahrscheinlich nicht zur Ernährung hergenommen von uns Menschen. Dennoch kriegen wir auch unseren Soja-Hunger nicht gestillt. Das heißt, ich persönlich würde nicht ausschließen, dass auch Soja aus Brasilien, aus Amerika, dort wo eben gebrandschatzt wird, eben auch für den menschlichen Verzehr hergenommen wird. Und noch ein größeres Problem ist Palmöl. Palmöl findet sich fast in jedem fünften bis sechsten Produkt. Deshalb fordere ich dich auf, auch als Veganer, beispielsweise Erdnussbutter oder Erdnusscrunchy, was ich immer sehr, sehr gerne esse. Schau auf die Verpackung hinten drauf. Sehr oft ist auch in solchen Produkten, wo du es nicht vermutest, Palmöl drin. Und Palmöl kann auf natürliche Weise eigentlich gar nicht entstehen. Dementsprechend schau, dass du alle Produkte mit Palmöl aus deinem Bestand reduzierst und dann geh den nächsten Schritt und reduziere deinen Plastikmüll, versuche deinen Plastikmüll auf einen so gut wie Zero Waste Müll zu reduzieren, denn auch das raubt natürlich eben auch der Umwelt wichtige Ressourcen. Es muss viel mehr noch nach Öl gebohrt werden und beispielsweise viel, viel mehr. Also auch wir Veganer sind da nicht unschuldig an dieser Misere. Wir sollten uns nicht ausnehmen. Wir sollten auf keinen Fall denken, dass wir bessere Menschen wären, sondern ich muss hier ganz klar mal auch mich an die Kandare nehmen, alle an die Kandare nehmen, dass wir jetzt endlich aufwachen und wenn wir es für uns nicht mehr tun, für unsere Kinder einfach tun und einfach mal auf unseren Konsum, auf unseren Wohlstand verzichten. Wir brauchen nicht dieses ganze Fleisch, wir brauchen nicht den ganzen Fisch, wir brauchen vor allem nicht die Milchprodukte, wir brauchen kein gentechnisch verändertes Soja. Du weißt, wie es ist. Jetzt stell dir doch den Kreislauf vor. Dort werden die Amazonas-Regenwälder geholzt, gebrandschatzt. Dann wird dort gentechnisch verändertes Soja angebaut. Die Bevölkerung dort leidet darunter, wird todkrank. Wir transportieren das gentechnisch veränderte Soja nach Deutschland, wo wir es an unsere Tiere verfüttern, die noch wahrscheinlich in der Massentierhaltung mit diesem Turbofutter gefüttert werden. Die produzieren auch kein B12 mehr, weil in gentechnisch verändertem Soja wahrscheinlich kein B12 mehr drin ist, wie auf der saftigen Weide. Und dann füttern wir dieses veränderte Tier. Das landet auf unserem Teller und damit landet auch das gentechnisch veränderte Soja in unserem Magen. Der Kreislauf schließt sich und was werden wir? Wir werden krank, fett und dumm. Und das möchte ich heute hier ganz klar mal darstellen. Ich denke, damit habe ich heute genug gesagt. Es ist auch eine Sondersendung. Ich möchte wirklich mal die Augen öffnen und manchmal, so wie es auch mit Kindern ist, hilft es nichts, immer wieder das Gute zu betonen, immer wieder mit Engelsstimmen zu sagen, hey, du kannst doch das und das und das machen. Manchmal darf auch Klartext gesprochen werden. Klartext mit Liebe. Ganz, ganz wichtig. Klartext mit Liebe, aber wirklich Klartext. Und ich hoffe, das kommt heute rüber. In diesem Sinne auch heute wieder Stay Healthy, Stay Vegan. Ganz, ganz wichtig. Zero Waste. Womöglich ohne Soja gegen den ab und zu eingesetzten, verwendeten Verbrauch von Soja ist bestimmt nichts einzusetzen, vor allem wenn wir wissen, dass es nachhaltig, biologisch und im Sinne der Natur angebaut ist. Das will ich jetzt hier gar nicht verteufeln. Dennoch
achte darauf, kein Palmöl, keine hochverarbeiteten Produkte, denn die werden immer auch zum Beispiel mit anderen Stoffen hergestellt, die wir nicht haben wollen. In diesem Sinne, sei der Welt ein Geschenk, wirklich, heute trifft es mehr denn je, sei der Welt ein Geschenk, sei der Welt ein Licht und kauf dir ein Stück Wald, versuch den restlichen Wald, den wir zu haben, zu schützen, wieder aufzuforsten. Es gibt wirklich genug Initiativen da draußen und lasst uns gemeinsam das Ding anpacken und für unsere zukünftige Generation wirklich das Beste rausholen. In diesem Sinne, dahin, Christian. Vielen Dank fürs Zuhören. Hilf uns dabei, noch mehr Menschen zu transformieren und gewinne eines unserer Top-E-Books, den Vegan Kickstarter. Was du dafür tun musst, rezensiere und abonniere den Vegan Podcast auf iTunes und schicke einen Screenshot via WhatsApp an 0160 9499 3622 oder schaue einfach in den Shownotes vorbei. Viel Erfolg!